Weiter geht's mit InSound Mind. Wir sind hier in der Wasseraufbereitungsanlage angekommen. War kein so leichter Weg hierher. Viele Feinde haben unseren Weg schwerer gemacht. Auch der alte Scharfschütze Lukas hat uns gejagt. Konnten wir aber alles überwinden und sind jetzt endlich hier. Und es wird gleich wieder gruselig. Okay. Es ist immer noch ein Horrorgame. Angeblich. Zeit, dass es mal ein bisschen gruseliger wird. Wenn du nur etwas hättest, um diesen furchtbaren Geruch zu überdecken. Wenn sonst nichts hilft, Nase zu halten. Da hat er recht. Die Gasmaske ist schon Gold wert jetzt hier. Aber dass wir sie erst so spät, so dringend brauchen, wundert mich auch ein bisschen. Die haben wir ja schon ewig. Mal ein bisschen aufmunitionieren. Okay. Hier geht es tatsächlich auch ohne Gasmaske, aber nur bis da. Okay. Und immer dran denken, unser Funkgerät gibt ein akustisches Signal von sich, wenn wir in der Nähe etwas haben, was wir manipulieren können damit. Das heißt, man muss mit dem Funkding nicht die ganze Zeit im Anschlag rumlaufen. Was ich sehr begrüße. Nach wie vor keinerlei Hilfsgegenstände für das Level. Vielleicht brauchen wir da sowas wie so ein Sechskantschlüssel oder so. Die Gelegenheit nutzen, mit den Pillen ein bisschen Leben aufzuladen. Das kann nicht schaden. Uralter Computer und ein Ladebildschirm, Speicherbildschirm. Irgendwas geht hier ab. Okay, den Weg zum Wasserturm geöffnet? Nee, nicht ganz. Wasserturm ist da drüben, da. Aber den Weg hier ins Hauptwerk haben wir aufgemacht. Und wie immer, Mayer Pharmaceuticals. An alle Angestellten der Wasseraufbereitungsanlage. Wie wir wissen Ihre beständige Mitarbeit an unserer Untersuchung der Ursache der Wasserverschmutzung zu schätzen. Da diese Untersuchung Aspekte der nationalen Sicherheit umfasst, muss ich Sie darüber informieren, dass jegliche Enthüllung von Informationen über die Verschmutzung an Außenstehende eine Inhaftierung nach sich zieht. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass Milton Haven bald wieder sauberes Wasser hat. Bill Bird, CIB Verbindungsbüro. Der Name kommt mir bekannt vor. Den haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Bill Bird. From the Ocean to Milton Haven. Der Entsalzungsprozess. Schritt 1, Meerwasserzufuhr. Meerwasser aus der Bucht von Patmos erreicht unsere Anlage durch ein großes unterirdisches Rohr. Siebung. In einem zweistufigen Prozess wird das Meerwasser von groben und feinen Partikeln gesäubert. Filterung und Umkehrosmose. Salz und andere Verunreinigungen werden aus dem Wasser entfernt. Entsorgung der Sohle. Das konzentrierte Meerwasser wird sicher wieder in die Bucht von Patmos zurückgeführt. Süßwasserversorgung. Sauberes Süßwasser wird zu Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden geleitet. Das ist an sich ein cooles Prinzip, ne? Dass du einfach Meerwasser verwenden kannst
für die sichere und saubere Süßwasserversorgung. Schöne Alliteration übrigens. Hier geht's weiter. Okay. Ich habe eine kleine Probe des verunreinigten Wassers zur Analyse mit nach Hause genommen, als das CIB es nicht mitbekommen hat. Was zur Hölle ist dieses Zeug? Nach nur wenigen Minuten in der Nähe der Probe überfiel mich ein seltsames Angstgefühl und mir wurde schlecht. Zum Glück habe ich nur etwa 3 Tropfen genommen. Die Wirkung ist also vermutlich nicht sehr stark. Ich habe nicht die richtigen Geräte zu Hause, aber eines kann ich sagen. Was auch immer das für eine Chemikalie ist, die den Wasservorrat verunreinigt hat, sie ist übel. Ich werde mir meine restlichen Krankentage freinehmen, bis die Sache vorbei ist. Ich schlage vor, dass du tust dasselbe, Lisa. Wiederverwendbar aus. Jetzt habe ich hier ein Ventil abgeschraubt. Ah. Ja, sehr gut. Damit kriege ich die Türen auf. Offensichtlich. Ich darf auch nicht vergessen, dass ich mit den Pillen in Kombination mit dem Rainbow-Zeug explosive Ergebnisse erzielen kann. Ich sage euch, die Leuchtkanone ist der Shit. Die ist echt der Shit. Und die Scholli natürlich auch. Witzig, dass dieses Ventil sowohl für so eine Wasserleitung als auch für diese Türen hier passt, ne? Da könnten wir mal einen Schuss rein machen. Das bringt gar nichts. Feinde. Lila Signal. Etwa die Feinde? Kann man die Feinde hacken? Das scheint wirklich so zu sein, ne? Krass. Ich kann die Feinde hacken. Hallo? Das ist ja mega cool. Und mega mächtig. Das spart ja auch einen Haufen Munition. Kämpfst du auf meiner Seite jetzt? Ja, jetzt nicht mehr. Krass. Aber
das finde ich mega, mega stark, dass man die Feinde hacken kann. Großen Behälter muss man doch zerstören, aber wieder nichts Lootbares. Ist dieser Hubwagen auch von Shinitsu wie die Waschmaschine? Ne, die ist von Minos. Okay. Ich dachte, Shinitsu stellt einfach alles her, was es gibt. Jedes Gerät auf der ganzen Welt. Das ist eine waschechte Kläranlage. Nicht sehr einladend aus. Da möchte ich nicht reinfallen. Aber genau das kann wahrscheinlich passieren, im schlimmsten Fall. Was ist das? Was soll das sein? Plattgetretene Plastikflasche, glaube ich. Noch eine. Sieht aber schon sehr komisch aus. Ja. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Dreckskerl. Ja, also hier geht es nicht weiter. Vermutlich. Das sind auch richtig lange Rotorblätter, also da unten ist kein Platz für uns. Null. Aber die Frage ist und bleibt, wie geht's hier weiter? Ich habe jetzt gar keinen Bock, da drauf zu springen. Aber vielleicht bleibt mir nichts anderes übrig. Unten drunter durchducken geht auch nicht. Miese Scheiße. Okay. Gehen wir erstmal hier lang. Hier geht noch ein Tor auf. Naja, ist schon gehört. Also dieses Schnellwechselsystem hier ist auch nicht unbedingt das allerbeste. Auf. Noch eine Nachricht. Jeder Tunnel blockiert, jede Straße gesperrt, jeder Ausgang nicht existent. Langsam glaube ich, das ist eine Art Metapher. Da wirst du gar nicht so falsch liegen. Und das war jetzt das große Rätsel hier, in diese Richtung. Ist aber auch ein bisschen lame, oder? Mehr gibt's hier nicht. Da kann Steinschlag passieren. Ein Ausgang vor allem. Tja. Gut. Und nun? Erreiche die Spitze des Wasserturms. Ach so. Klar, der Bereich um den Wasserturm, der war natürlich auch abgesperrt mit einem dieser... dieser Drehschlösser, ne? Ich würde trotzdem gerne in den
Lastwagencontainer rein. Aber das ist vielleicht momentan nicht möglich. Okay, machen wir das Tor auf. Oder wir müssen doch irgendwie durch den Klärer. Sieht ganz so aus. Verdammt. Ich hab da keine Lust drauf. Ich sehe halt auch nicht, wie es geht, ja. Also wir werden jetzt wahrscheinlich unweigerlich da reinstürzen. Ist dann halt so. Hauptsache, wir haben es mal ausprobiert. Ich wüsste nicht, wie es sonst weitergeht. Das ist natürlich auch komplette Absicht von dem Spiel. Auf geht's, rein ins Vergnügen. Ja. Und zack. Ja, wie ich mir es gedacht habe, ich bin gestorben. Ihr wolltet es so. Ihr wolltet es ja unbedingt. Und mit euch meine ich nicht euch, mit euch meine ich das Spiel. Die Entwickler. Das kann natürlich nicht der Sinn und Zweck sein. Ich kann auch nicht auf den Zaun drauf springen. Nee. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht drüber springen. Okay. Eieiei. Ei, ei. Kein so einfaches Rätsel jetzt hier. Nee, also das bringt nichts. Hätte ja sein können, dass es eine explosive Mischung gibt. Gut, hier planlos rumzustehen, bringt uns auch nicht weiter. Also lasst uns lieber in Bewegung bleiben. Und gucken, dass wir woanders weiterkommen vielleicht. Wieso ist der Zaun jetzt wieder zu? Das muss man jetzt nochmal machen, oder wie? Ja, die Rückzugspunkte sind ja bekanntermaßen nicht die besten. Also gehen wir nochmal in den Wasseraufbereitungsbereich rein. Hier draußen kommen wir so nicht weiter. Ich wüsste auch echt gern, wie wir dieses... Ja gut, wir müssen die ausschalten vielleicht. Nee, wir müssen sie andersrum drehen lassen.
Tja, ich muss zugeben, das ist hier momentan nicht so eine einfache Kiste. Weil man halt hier gerade wirklich gar keinen Hinweis erhält, wie es weitergeht. Wasseraufbereitung schön und gut. Bestimmt irgendwo was Kleines, Wichtiges übersehen. Könnten natürlich auch die Wasseraufbereitungsanlage erstmal komplett ignorieren, vorerst. Versuchen, woanders hinzukommen. Aber der Sinn und Zweck ist ja, dass wir auf den Wasserturm kommen. Da wir dort den Code bekommen. Das heißt, es muss hier schon irgendwie weitergehen, ne? Und es geht wohl nur bei diesen Rührbehältern weiter, die uns zu Tode rühren wollen. Und da blicke ich nicht so wirklich die Vorgehensweise. Das macht diese Folge im Moment ein bisschen kaputt. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Gut, man kann nicht immer perfekt weiterkommen. Das ist ja auch mal okay, wenn man ein bisschen struggelt. Aber da es hier so überhaupt keine Möglichkeiten gibt, das zu checken, das ärgert mich schon ein bisschen. Selbst wenn der sich andersrum dreht, ja, dann stoßen wir halt da in die Tiefe. Und das ist wirklich der einzige Rührbehälter, ne? So, das ist nicht ganz einfach. Okay, und raus kommen wir auch nicht mehr. Wie geil. Raus kommen wir hier auch nicht mehr. Jetzt sind wir hier für immer gefangen. Können nicht vorwärts, können nicht rückwärts. Na, immerhin ist das der Beweis dafür, es muss hier weitergehen. Wir müssen nicht nach draußen. Es kann ja dann wirklich nur mit den Rührbehältern zu tun haben. Aber ich habe keinen bloßen Schimmer, was ich da machen muss. Alle Gegenstände nochmal durchgehen. Alles, was wir haben. Vielleicht ist es auch so simpel und es gibt irgendwo einen Punkt, wo wir den Ventilhebel benutzen müssen. Rohrleitungen. Nope. So much nope. Also falls ihr einen Tipp für mich habt, lasst ihn gerne in die Kommentare. Es wird ein bisschen dauern, bis ich die nächste Folge aufnehme. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit, mir einen Tipp zu geben. Ich habe nämlich jetzt auch keine Lust, hier 100-mal runterzufallen, jedes Mal an diesem beschissenen Neustartpunkt rauszukommen, dass ich dann wieder in den Tunnel laufen muss. Nee. Da werde ich verrückt, wenn ich das mache. Darum wäre ich euch echt dankbar, wenn ihr mir einen Hinweis gebt. Nicht spoilern, was ich genau machen muss. Außer ihr seid der Meinung, ich bin zu blöd, das zu checken. Komplett zu blöd. Dann dürft ihr es mir auch spoilern. Ansonsten... Guck mal. Das Ding heißt, what the fuck? WTF. Ja, WTF. Water Treatment Facility. Stimmt ja auch. WTF, alles klar. WTF denke ich mir auch an dieser Stelle hier.
WTF geht's hier weiter? Ist doch kacke. Muss doch irgendwie gehen. Natürlich bringt das nichts. Aber ich wollte es mal probiert haben. Drunter durchducken ist nicht, ne? Okay. Wow. Einfach wow. Und sonst so? Geht's euch gut? Hattet ihr einen schönen Tag? Ja? Ich auch. Ich habe mich von einem Videospiel verarschen lassen. Okay. Wir schaffen das, diese Folge noch. Wir schaffen das noch. Oh Gott. Sorry. Fantastisch. Nein, ich gehe jetzt nicht in den Scheißtunnel. Scheiß auf den Tunnel. Drunter durchducken geht nicht, ne? Zack. Drunter durchgeduckt. Naja. Story of my life. Das ist so ein Blödsinn hier. Das ist echt ein Riesenblödsinn. Gib mir das. Gib mir alles. Okay. Dieses Spiel macht mich fertig. Das macht mich echt fertig. Das macht mich fick und fertig, macht mich das. Wie er mich auch dann komplett blockt. Ich habe dann überhaupt keine Chance nochmal dieses... Rohr zu springen. Also ich glaube, ich krieg sogar Schaden von dem Rohr. Was ist da denn los? Wer hat sowas denn erfunden? Hm. So, Concentration. Komm her. Ich kann gerade nicht ernst bleiben. Das Spiel geht. Ich bin einfach fertig. Hui! Komm schon. Och nein, gerade so verpasst. Okay. Come on! Waffen. Tor aufmachen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Oh Mann. Leute. Der perfekte Cliffhanger. Wie es hier weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Und ich auch. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.